Was für ein schöner Frühlingstag. Schau, da ist Elli. Hallo, Elli. Was trägst du da in dem Korb? Schokoladeneier. Donnerwetter, das ist aber eine seltsame Maschine. Wie funktioniert die? Verstehe. Die Maschine dekoriert wunderschöne Schokoladeneier. Jetzt ist es an der Zeit, die Eier zu verstecken. Eier sind versteckt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Jägertrupp, um sie zu finden. Freunde? Ja, genau, Freunde. Hallo, ihr da, Freunde. Elli sagt, ihr sollt die Ostereier finden, die sie überall versteckt hat. Großartig! Das ist spannend! Seht her, da ist Sleepy Bird. Hallo, Sleepy Bird, was machst du da? Ah, ich sehe, du brütest ein Ei. Das ist ganz toll. Ein kleines Küken wird bald aus dem Ei schlüpfen. Oh nein! Elli, das ist das Ei von Sleepy Bird. Wir sollten... Nein, 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 Elli! Wirklich, wir sollten... Elli! Elli! Dieses Ei ist ganz anders. Siehst du? Wir müssen dieses Ei zurückbringen. Nein, Elli! Wir müssen, Elli! Oh nein! Leute, Elli sagt, dass da noch ein Ei fehlt. Aber ihr müsst wissen, ihr müsst besonders vorsichtig sein. Es ist nämlich ein besonderes. Es ist... Warum hört mir niemand zu? Oh.
Leute, zerdrückt das Ei nicht! Hallo, Sleepy Bird. Da ist etwas, was du wissen solltest. Nun, keine Sorge, Sleepy Bird. Alles ist beinahe unter Kontrolle. Hör zu, das Ei ist weg. Aber ich bin ganz sicher, Pocoyo, Pato, Fred und Raupe werden es in Windeseile einfangen, ohne ihm zu sehr weh zu tun. Hey, wir müssen Sleepy Bird helfen. Du hast sein Ei verwechselt und als Osterei benutzt. Wir müssen es retten. Das war knapp. Ganz vorsichtig! Oh nein! Oh! Oh. Nein! Ei und Raupe sind okay. Toll. Ah, wie schön. Es lebe die Freundschaft. Und frohe Ostern. Viel Spaß. Was um alles in der Welt ist denn das? Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was das ist? Das ist ein Ei, Pato. Das ist ein großes
großes Ei. Ganz genau. Ihr habt recht. Faszinierend. Oh, hallo, Pocoyo. Hallo. Ball? Oh je, aber... Nein, Pocoyo, das hast du ganz falsch verstanden. Weißt du, das ist gar kein Ball. Was Pato da hat, das ist ein Ei. Und schon sehr bald wird mit diesem Ei etwas passieren. Da wird etwas Niedliches aus dem Ei schlüpfen. Jetzt verstehst du auch, warum dieses Ei für Pato so wichtig ist. Oh je, es ist soweit, es ist soweit. Es ist... Es... ist... eine Spinne! Ich sag es mal so, nicht aus jedem Ei schlüpft ein kleines Entlein. Tja, und einige Leute fürchten sich vor Spinnen, auch vor ganz kleinen Babyspinnen. Ich fürchte, du hast Pato erschreckt, kleine Spinne. Kleine Spinnen sind doch gar nicht so schrecklich, Pato. Und sie scheint dich zu mögen. Da sind Ellie und Pocoyo. Hallo! Oh je, ich sage dir. Solange die kleine Spinne da ist, werden die beiden nicht mit dir spielen. Sie haben viel zu viel Angst. Kleine Spinne, Papa Pato möchte mit dir ein Spiel spielen. Er will, dass du alle Steine zählst, die du finden kannst. Hm? Ich denke, jetzt kannst du mit Ellie und Pocoyo spielen, Pato. Aha, die kleine Spinne hat einen Stein gefunden. Papa Pato sagt, du sollst weiterzählen. Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was die kleine Spinne möchte? Ball spielen! Ja, da habt ihr ganz recht. Sie möchte spielen. Hallo, Baby Peeps! Oh je. Papa Pato sagt, nimm den Stift und male irgendetwas, kleine Spinne. Was ist denn das? Kann
jemand von euch Ellie und Pocoyo sagen, wer dieses hübsche Bild von ihnen gemalt hat? Die Spinne, die kleine Spinne. Das ist richtig. Wie niedlich. Seht ihr? Das habe ich doch gleich gewusst. Irgendwann seid ihr alle die besten Freunde. Prima, Pato. Toll, dass ihr jetzt alle Freunde seid. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Schlummerpieps. Oh, entschuldige bitte. Schlaf ruhig weiter, Schlummerpieps. Ah, hallo, Pocoyo. Hallo. Ah, du willst wohl heute deine Freundin Schlummerpieps besuchen, nicht wahr? Ich fürchte, sie schläft mal wieder. Das kennen wir schon. Warte mal. Jetzt wacht sie auf. Nein. Aber da ist ja noch etwas. Ah! Du meine Güte. Das war aber knapp. Pocoyo, also, das hier ist jetzt kein, Danke, Pato. Ball! Ja, richtig, ein bisschen sieht es wie ein Ball aus, aber die Form ist etwas anders. Ich weiß etwas. Könnt ihr vielleicht helfen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Ein Ei, ein Ei! Was ist ein Ei, Pocoyo? Ei, Ei, ein Ei! Puh, so ist es besser. Eier können schnell kaputt gehen, wenn man nicht aufpasst, Pocoyo. Kannst du dir vorstellen, was in diesem Ei drin ist und darauf wartet, herauszukommen? Ja, Pato weiß es. Da ist ein ganz kleiner Vogel im Ei. Ein Baby-Pieps, Pocoyo. Baby? So ist es. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Schlummerpieps die ganze Zeit schon ein Ei ausbrütet. Das Ei gehört schnell wieder nach oben in Schlummerpieps Nest. Zu seiner Mutter. Oh wei, du fängst es am besten schnell wieder ein, Pocoyo. Wenn Schlummerpieps aufwacht, macht sie sich bestimmt große Sorgen. Ui, da hüpft es. Fang es, Pocoyo. Pato, gleich hast du es. Nein, jetzt kommt es von dort. Schneller, schneller. Pato, es ist hinter dir. Du meine Güte. Puh, gut gemacht. So, jetzt müsste uns nur noch Schlummerpieps hören. Schlummerpieps. Schlummerpieps! Schlummerpieps hat einen sehr gesunden Schlaf. So schnell wacht sie wohl nicht auf. Tja, dann müssen wir einen Weg finden, das Ei selbst ins Nest hinaufzubringen. Musik.
Ich fürchte, höher geht es nicht, Pocoyo. Jetzt könnte uns nur jemand helfen, der größer ist. Aber wer? Wer wäre groß genug, um uns zu helfen? Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen? Ey! Das ist richtig. Sehr gut. Genau das braucht ein Ei. Ein warmes Nest. Gut gemacht, Poco. Da passiert etwas mit dem Ei. 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 Bleib ganz ruhig, Pocoyo. Komm ruhig ein bisschen näher heran. Das darfst du nicht verpassen. Ja. Es ist ein kleiner Schlummerpieps. Oh nein, das ist wohl eher kein Schlummerpieps. Das ist ein, was auch immer. Auf jeden Fall sieht es ganz so aus, als hätten wir einen neuen kleinen Freund. Wir werden ihn noch oft sehen, falls er sich nicht versteckt. Na denn, macht's gut und bis bald! Pocoyo. Hallo. Nanu, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Du weißt es nicht? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Raupe. Das ist eine Raupe. Raupe ist es? Hier kommt Ellie. Oh, pass auf! Gut, dass die kleine Raupe dich getroffen hat, Pocoyo. Es sieht so aus, als ob deine kleine Freundin jemanden braucht, der auf sie aufpasst. Die kleine Raupe mag solche Blätter. Tja, Raupen essen gern. Ach, was für einen herrlichen Kuchen hat Pato da. Oh, wo ist er denn hin? Diese kleine Raupe hat einen ziemlich großen Appetit. Was steht als nächstes auf der Speisekarte, Pocoyo? Ein Tisch? Ich glaube ja nicht, dass Raupen so etwas essen. Oh. Sie scheint wirklich sehr hungrig zu sein, oder?
Und Bücher mag sie auch. Entschuldigt, Pate und Elli, aber Pocoyos kleine Freundin scheint einfach nicht satt zu werden. Sieht ganz so aus, als ob deine kleine Freundin hier war. Raupe? Weißt du, Pocoyo, durch ihr vieles Essen hat sich deine Raupenfreundin verändert. Ja, sie hat sich einen Kokon gemacht. Kokon? Ja, ein Kokon ist eine Art Schlafsack. Groß genug, um darin bequem zu liegen. Kannst du etwas sehen, das wie ein Kokon aussieht, Pocoyo? Ja, richtig, Pocoyo. Deine Freundin ist da drin. Vielen Dank, Dr. Pato. Wenn deine kleine Freundin wieder aus dem Kokon herauskommt, Pocoyo, dann... Nein, jetzt verraten wir nur so viel, du wirst überrascht sein, in was sie sich verwandelt hat. Ui, was war das? Ich denke, ich kann Pocoyos kleine Freundin sehen. Kann einer von euch sehen, in was sie sich verwandelt hat? Schmetterling! Ein niedlicher Schmetterling. Aus der Raupe ist ein Schmetterling geworden. Tja, Pocoyo, deine Freundin hat sich sehr verändert. Hey, der Schmetterling ist auch ganz hungrig. Deine kleine Freundin hat sich zwar sehr verändert, aber sie hat noch denselben Appetit. Und wie es aussieht, ist sie immer noch deine kleine Freundin. Na, Pocoyo, das war ein aufregender Tag, was? Macht's gut, bis bald. Musik